Das war nicht die Guillaume-Affäre, die Spionage-Affäre, obgleich ihn das sehr bedrückt hat, weniger die Affäre als solche, als die Behandlung dieser Affäre durch die deutschen Verantwortlichen. Also war die Behandlung durch den Präsident des Bundesnachrichtendienstes, nicht Nachrichtendienst, des Bundesverfassungsschutzes, Nollau, der eine zwielichtige Rolle gespielt hat dabei. Und der, da man nun wusste, dass er ein enger Freund und alter Freund und Kumpel von Herrn Wehner war, lag es nahe anzunehmen, dass auch Wehner dabei eine gewisse Rolle gespielt hatte. Und da Herr Wehner mir ein großes Papier gezeigt hatte, wo also minutiös also irgendwelche Verfehlungen des Bundeskanzlers aufgeführt worden ist, was ich nicht gelesen habe, aber was er so mir vor die Nase gehalten hat, lag auch der Verdacht nahe, dass es auch im Interesse von Herrn Wehner gewesen ist, nunmehr die Gelegenheit wahrzunehmen, den Kanzler davon zu überzeugen, er soll zurücktreten. Und so ist es dann auch geschehen. Und dies konnte für die FDP ja schadlos dadurch überwunden werden, dass Helmut Schmidt gleich zum Nachfolger gekürt wurde und dann auch vom Bundespräsidenten dem Bundestag vorgeschlagen wurde und gewählt wurde. Und dass dann mit einem frischen Mann an der Spitze der Regierung sozusagen der Erfolg aus der Wahl 72 perpetuiert werden konnte und sogar noch gesteigert werden konnte. Und dann hat es ja eine außerordentlich glückliche Periode gegeben.